Ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einem Let's Try sozusagen. Und zwar ist es momentan einfach viel zu heiß, um mich mit einem kompletten Projekt zu befassen. Da habe ich mir gedacht, schauen wir uns einfach mal die Demo von Black Sails, das Geisterschiff, an. Das ist das neue Point-and-Click-Adventure von Deck 13. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es war der 4. Januar 1884. Mein Schiff war unterwegs von New York nach Portugal, als es zu der Kollision kam. Auf einmal ging alles unglaublich schnell. Es scheint die Kapitänskajüte zu sein. Aber wie sieht es denn hier aus? Hallo? Was haben Sie vor? Es kann ja nicht schaden, wenn wir uns erstmal etwas umsehen. Einfach irgendwelche Sachen mitgehen lassen. Mal nicht so förmlich. Sag Lex zu mir. Lex, ich bin Anna. Siehst du? Geht doch. Wir sollten jetzt... Vergiss erst mal das Wir, ja? Tu, was du willst, aber lass mich damit in Ruhe. Schon bemerkt, dass das alles uns beide gleichermaßen betrifft? Schon bemerkt, dass du mir auf die Nerven gehst? Bedenke, dass dein Verhalten in Gesprächen einen nachhaltigen Einfluss auf die Reaktionen anderer Personen im Spiel hat. Oh... Okay, damit scheinen wir also in-game zu gehen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob man die Texte hier unten lesen kann. Wenn du dich genauso dämlich verhältst, wie deine Manieren es versprechen, haben wir ein echtes Problem. Wir sollten sehen, dass wir miteinander auskommen. Und es war für uns beide anstrengend, aber wir werden schon klarkommen. Ich würde sagen, er hat die Kanone, also versuche ich vielleicht besser, mich gut mit ihm zu stellen. Es war für uns beide anstrengend, aber wir werden schon klarkommen. Das war wirklich etwas, das man nicht alle Tage erlebt. Konzentrieren wir uns darauf, wie wir von hier wegkommen. Eine gute Entscheidung. Tut mir leid, dass ich so aufbrausend war. Ich kann mich nicht erinnern, dich während der Überfahrt gesehen zu haben. Ich vermute mal, ich habe etwas weniger für meine Überfahrt bezahlt und war ein wenig schlechter untergebracht. Naja, wie auch immer. Ob sich noch andere gerettet haben? Vielleicht sind sie in die Boote gekommen.
Ich war etwas sehr damit beschäftigt, mich an dem Holz festzuklammern, während uns der Sturm durch die Gegend gewirbelt hat. Was interessiert mich, was aus den anderen geworden ist? Ich lebe. Und ich bin hier erstmal in Sicherheit. Warum ist unser Schiff so schnell gesunken? Wir haben irgendwas gerammt, aber keiner hat was gesehen. Was auch kein Wunder war bei der rabenschwarzen Nacht. Mich würde wirklich interessieren, was da geschehen ist. Leider werden wir das wohl nie erfahren. Was ist das hier für ein Schiff? Eine Brigantine. Zweimastiges Transportschiff. Nicht ganz neu. 10 oder 15 Jahre alt, würde ich schätzen. Aber irgendwas ist komisch an diesem Schiff. Wie meinst du das? Ich bin mir nicht sicher. Es sieht aus, als wäre es aus ganz unterschiedlichen Teilen zusammengezimmert. Sieh dich doch mal um. Es ist irgendwie schräg. Du scheinst dich ja gut mit Schiffen auszukennen. Ich bin rumgekommen. Hab auch mal auf einem angeheuert. Ich dachte, unser Schiff hätte wegen des Unwetters weit ab der Handelsrouten verkehrt. Wie können wir hier auf ein Transportschiff stoßen? Ganz richtig. Ein solches Schiff hat in diesen Gewässern eigentlich nichts verloren. Wenn es beim Kapitän in der Kabine schon so aussieht, will ich gar nicht wissen, welche Unordnung in den Mannschaftskabinen herrscht. Nicht so voreilig. Vielleicht hält der Kapitän das für den besten Weg, seine Reichtümer zu verstecken. Reichtümer? Wovon redest du da? Ein guter Kapitän zeigt nicht offen, was er besitzt. Man muss hinter die Kulissen schauen. Wohin warst du eigentlich unterwegs? Ich wollte zurück nach Europa, so wie du vermutlich auch. Natürlich. Aber was wolltest du dort? Was wolltest du denn dort? Ich verfasse Berichte für Tageszeitungen zu Hause in New York. Und ich sollte über Spanien schreiben, weil deren Kolonien in der neuen Welt... Na schon gut. Interessiert mich eigentlich alles nicht. Du hast noch nicht gesagt, was du in Europa willst. In der neuen Welt ist für mich kein Platz mehr. Wie meinst du das? Ich möchte eigentlich nicht darüber reden. Schon gut. Ich habe meine Tasche verloren. Was? Meine Tasche. Da sind Dinge drin, die sehr wichtig für mich sind. Als ich ins Wasser gesprungen bin, hatte ich sie noch um meine Schulter. Dann solltest du das nächste Mal vielleicht besser auf deinen Kram aufpassen. Du hast nicht gesehen, ob sie vielleicht... Tut mir leid, hab sie nicht gesehen. Reden wir später weiter. Verschlossen. So, dann können wir jetzt unsere Figur also steuern. Ich hoffe, dass man das hinterher auch sehen kann. Das Spiel ist schon sehr dunkel, aber die Grafik ist atemberaubend für ein Point-and-Click-Adventure. Die Zeitungen sind schon ziemlich alt. Eine der wenigen noch lesbaren Überschriften berichtet von verschleppten und ermordeten Kindern in Lajes do Pico. Die ist offen und leer. Ein Gute-Nacht-Trunk für den Kapitän? Erst raubt mir dieser Doktor den letzten Nerv wegen seines Tagebuchs und nun ist auch noch meine Taschenuhr verschwunden. Wenn ich es nicht besser wissen würde, dann würde ich sagen, Volkert hat sie sich unter den Nagel gerissen. Wer ist Volkert? Wir schauen uns einfach mal weiter um. Alt und dreckig. Da legt man sich nur rein, wenn es nicht anders geht. Mhm. Die Schublade ist verschlossen. Auf dem Bild ist eine schöne Frau zu sehen. Sie sieht einsam aus. Die Schublade ist verschlossen. Die Schublade hat keinen Griff und scheint ziemlich schwergängig zu sein. Die Tinte ist getrocknet und die Feder sehr brüchig. Auch leer. Da hat jemand den Alkohol immer in Reichweite. Sie hat keinen Docht und keinen Brennstoff. Das Porträt einer schönen Frau. Der Kapitän scheint ein Faible für Segelschiffe zu haben. Auf dem Bild ist ein großes Schiff in einem Hafen zu sehen. Das Bild hängt ziemlich schief an der Wand. Ich sollte mir das mal genauer ansehen. Mal sehen, was es mit dem Bild auf sich hat.
Alle Gegenstände im Inventar können durch Ziehen auf die Lupe näher untersucht werden. Manche Gegenstände geben so weitere Geheimnisse preis. Okay. Ist das vielleicht der Kapitän? Ein Bild von einem großen Schiff mit weißen Segeln. Wollen wir doch mal schauen. Oh, hinter dem Bild ist ein kleiner Schlüssel versteckt. Ein kleiner Schlüssel. Jetzt muss ich nur noch das richtige Schloss finden.